Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu der heutigen Gesprächsrunde. Ich freue mich natürlich, dass ihr heute wieder so zahlreich erschienen seid. Und ganz besonders freue ich mich, dass heute zwei neue Gesichter den Weg in unsere Runde gefunden haben. Ich würde sagen, wir starten das Ganze wieder mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Mein Name ist Yvonne Hilftig, aber das wisst ihr ja bereits. Und dann würde ich sagen, starten wir zu meiner linken Seite. Was willst du? Ronja bin ich. Ich bin die Liesel und meine Kinder sagen, ich soll mehr unter Leute gehen. Ja, und ich stricke gern. Also ich bin die Bernadette und ich bin hier, weil ich glaube, dass mein Mann mich betrügt. Ja, Clara und ich gucke erstmal. Ja, dann mach du doch bitte einfach weiter, Uschi. Ja, ich bin das Uschi und meine 10 Katzen, die vertragen das neue Futter nicht. Ja, das hat ja schon super funktioniert. Dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mal mit der Gesprächsrunde. Wer möchte denn... Ich! Lassen wir doch die Neuen einmal beginnen. Clara, möchtest du anfangen? Ja, ich weiß noch nicht, ob das hier was für mich ist. Und ja, ich wollte erst mal gucken und so. In letzter Zeit ist er so ganz komisch. Er möchte überhaupt nicht mehr das essen, was ich für ihn koche, obwohl er das früher auch immer gegessen hat. Und irgendwann isst er das dann doch, weil ich mich weigere, irgendwas anderes zu kochen. Aber das ist ja auch keine Basis. Und früher mochte er die Sachen doch auch alle. Ja, erzähl weiter. Wenn ich mal kuscheln möchte, dann ist er auf einmal müde und geht schon ins Bett. Und neuerdings schläft er auch in seinem eigenen Zimmer. Aber dann gibt es wieder die Momente, wo er kuscheln möchte. Aber das sind meistens die Momente, wo ich am Rechner sitze und arbeite. Und dann bin ich natürlich genervt und sage ihm das auch. Und oh, wo hier gerade unterbrochen wird und ich von Brechen spreche. Also, meine Lucy, die Lotte, die Lotta, die Lucky und die Lucy. Dann noch der Bilbo, der Bosse, der Bernhard, der Bernd und der Bilbo 2. Die haben alle Durchfall und Brechen. Also ich will... Ich! Nein, Bernadette ist noch nicht fertig. Bitte. Dann ist er wütend und geht einfach und lässt mich alleine. Und wenn er dann wiederkommt, dann ist er auf einmal wie ausgewechselt und wieder total glücklich. Ist einfach ein Wechselbad der Gefühle mit ihm. Ich glaube, das liegt an einer anderen Frau, dass er sich bei ihr versucht zu holen, was er bei mir glaubt, nicht zu bekommen. In letzter Zeit versucht er andauernd, mich zu provozieren, ob er es darauf anlegt, verschwinden zu können. Verstehen Sie? Aber ich möchte ihm auch nicht hinterher spionieren mit einem Detektiv oder mit dem Handy suchen. Das kann ich mit meinem Gewissen einfach nicht vereinbaren. Das geht nicht. Das ist Vertrauenszerstörung. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Verstehen Sie? Ich weiß einfach nicht weiter. Warum nimm die Scheiße weg? Merkt ihr eigentlich noch was? Hier hat jemand echte Probleme. Und ihr sitzt hier alle. Die eine schläft die ganze Zeit, der nächste strickt. Dann höre ich hier immer nur ich. Und du stopfst die ganze Zeit nur Scheißdreck in dich rein. Ihr braucht echt alle Hilfe und ich nicht noch mehr Verrückte. Ja, und du guckst einfach zu.
Wisst ihr, was mich krank macht? Ich soll was über mich erzählen, ja? Ihr macht mich krank. Diese ganze verschissene Welt macht mich krank! Clara! Schon vorbei. Oh, das ging schnell heute. Na dann, bis nächste Woche.